Hallöchen, da ist wieder mal Astrid. Heute möchte ich euch einmal diese tollen, süßen, neuen Waterprint sagen. Das ist jetzt eine Weihnachtsedition mit Eule. Das tue ich gerade, damit man den Zahl besser lesen kann. Mit der Eule. Die finde ich voll, voll süß. Nummer 2. Dann ein bisschen in School Design, also mit Totenkopf und so weiter, mache ich jetzt die beiden übereinander, weil ich jedes schon angeschnitten habe. Aber so seht ihr ein komplettes Design. Also ich finde das so, so süß, so cool. Besonders die Fledermaus hat es mir voll Odo gehabt. Dann dazu passend eben nur im Steampunk-Design mit dem Hasen. Also ich finde das so süß. Dann aus unserem tollen Misery-Set gibt es natürlich auch einzeln zum Kaufen. Die finde ich auch so mega, mega schön. Ja, und das sind jetzt die ganz die neuen mit Schneemänner. Also die finde ich so süß. Und diese. Und unsere Pinguine. Einmal das da. Und einmal dieses. Mit denen habe ich euch schon ein Design vorbereitet, sage ich euch dann auch im Video genauer, was ich gemacht habe. Und jetzt möchte ich mit euch, mit den Schneemännern, ein weiteres Design zaubern. Und zwar möchte ich euch sagen, wie ihr die ganz toll deckend verarbeiten könnt, obwohl es transparente Waterprints sind. Also dann viel Spaß beim Zuschauen, bis gleich! So, ich möchte jetzt aus dem tollen Magic Moments Box nehme jetzt ich das tolle Glitzergel, damit ihr seht, wie super das deckt, weil ich finde, dass transparente Tattoos auf Glitzer überhaupt nicht wirken. Ja, als erstes trage ich es einmal auf. So. Et voilà. Und wie toll, dass das funkelt. Und das hört man jetzt halt einfach mal aus. In der Zwischenzeit können wir schon mal unseren Schneemann ausschneiden. Haben wir schon mal unseren Schneemann. Dann nehmen wir ein Wasser und eine Zellette. Ich habe mein Wasser in so einem Pumpspender drinnen. So, da wo ich immer gleich mein Wasser eben zur Verfügung habe, in der richtigen Menge. So, jetzt ist unser Glitzergel mal ausgehärtet. So, unser ausgehärtetes Glitzergel, da haben wir jetzt einmal cleanen. So. Weil jetzt tragen wir unser Witchery Gel auf. Dieses, das Foliengel.
Das hat nämlich auch für Waterprint eine perfekte Klebekraft. Aber es ist eben wichtig, auf geklinertes Gel zu arbeiten. So, und das hört man jetzt auch wieder unsere gewohnte Zeit aus. Als nächsten Schritt nehmen wir einen Clear Stamper, nehmen wir unser Motiv, setzen es auf den Clear Stamper drauf und ziehen es ab. So, und jetzt schaut es einmal, jetzt habt ihr das Motiv drauf. Und jetzt möchte ich euch einmal zeigen, wie es ist, wenn ihr das jetzt auf Glitzer aufsetzt. Gerade einmal so, seht ihr, man sieht nichts mehr vom Motiv. Ja? Genauso auch auf Farbe, man sieht nichts. Und ich finde es so schade, dass man das eben nur auf Weiß auftragen kann. Und deswegen habe ich einen kleinen Trick für euch. So, für meinen kleinen Trick brauche ich eine Plastikkarte, Stamping Lack Weiß. Gebe ich was auf meine Plastikkarte. Und einen Pinsel, den wo man nur für das hernimmt. Also ich nehme das rein dafür her, den Pinsel, um mit dem Nagellack Designs zu machen. So, dann nehme ich wieder meinen Stamper. Und jetzt mache ich einfach den Schneemann aus. Schauen, dass man nicht über die Ränder drüber kommt. Und jetzt, wenn sie ihren Schneemann umdreht, seht schon, er wird blickdicht. So könnt ihr nämlich auch zum Beispiel einen Nagel schon vorbereiten. Ihr könnt ein Grundmuster auch drauf machen, zum Beispiel Schneeflocken im Hintergrund oder ja, irgendein Fullcover-Design. Sei es Streifen, sei es Punkte, egal was. Ihr könnt es mit dem schon eben vorbereiten und dann eben mit dem Witchery Gel drüber gehen. Und dann habt ihr die perfekte Grundlage. Für euren Schneemann. Jetzt drehen wir nochmal um. Schaut's her. Und schon ist er blickdicht. Jetzt nur noch trocknen lassen. Und weiter geht's. So, und jetzt möchte ich es euch nur mal sagen, dass jetzt ganz egal ist, auf was für Farbe das draufsetzt, es ist immer blickdicht. Ja? Also das ist wirklich ein ganz einfacher Trick, wo nicht zeitaufwendig ist, nicht lang dauert. Und ihr habt einen mega süßen Effekt. Ich drehe jetzt meinen Nagel um, weil für meine Silikonhand, damit ich es schön präsentieren kann. An der Kundin generell arbeite ich so. Aber jetzt für meine Silikonhand drehe ich es um, weil ich möchte euch dann ein fertiges Design damit sagen. So, aufs Witchery Gel ansetzen. Schön flach drücken, beide Seiten. Et voilà! Euer Schneemann ist drauf und ist blickdicht.
Jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, die Seiten, wenn nötig ist, mit Aceton reinigen. Ist jetzt in dem Fall eh nicht notwendig, weil wir ja keine großen Seitenränder gehabt haben. Ja, aber sonst generell die Seiten nur selber und dann mit dem Ultimo Shine drüber gehen. So, das ist jetzt unser Ultimo Shine Finish Gel mit Inhibitionsschicht. Nehme ich her, um jegliche Art Nail Art zu versiegeln und dadurch wird es haltbar für die Kundin bis zum Auffüllen. Egal, ob ihr ein Foliendesign macht, ob ihr mit Pigmente arbeitet, ihr habt immer eine perfekte Abdeckung auf dem Nagel mit diesem Gel. So. Et voilà, schaut's her. Einmal einen süßen Schneemann. Im Anschluss einfach mit unserem Atemlos Extrem Glossy eine zweite Schicht, also eine Endfinish-Schicht drüber gehen. Und ihr seht, das macht noch viel mehr Spiegelglanz. So. Einmal und das auch wieder 120 Sekunden aushärten. So, jetzt schaut es mir her. So schaut jetzt mein fertiges Design aus. Ich habe jetzt einfach nur mit dem Painting Gel on top meinem Schneemann ein kleines Schneehäufchen draufgesetzt und ein paar Sternchen dazu gemalt. Ja, fertiges schönes Design. Wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Danke für euer Interesse, dass du dabei warst. Dann mir über ein kleines Like frei. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, euer Astrid. Thank you.